Ho-ho! Sekunden. Zwei Sekunden, warte, ja. Geht's los? Bei mir sind sie vorbei, ja. Okay, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der App Store für Heide. Mit dabei haben wir den Uwe, den Zuko und den Paul. Hallo. 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 Ach, der Uwe, ne? Sorry, ich dachte, du zählst kurz mal selber die zwei Sekunden. Nö, ich hab gewartet, wie andere hier warten. Okay. So, ich hab den Field gerade auf Feld 36 alleine gelassen. Okay. Ist schon gedüngt, oder was? Ja, ja. Ah, cool. Wir waren doch schon die ganze Zeit dran. Der Tiefen lockert jetzt. Männer, haben wir noch Arbeit? Weiß ich nicht. Ich habe mal eine Hofbesichtigung gestartet, ne? Eine Hofbesichtigung? Ja, warte. Welchen Hof wollen wir denn besichtigen? Also, ich weiß nicht, wie viele Höfe es hier gibt, aber ich habe mal den genommen, den ich so kenne. Ja. Der mir auch wirklich sehr gut gefällt, muss ich sagen. Im Norden. Hörst du mich so ein bisschen rum, oder? Ja, das ist der Hof. Ja. Ich hab doch keine Ahnung, Uwe. Cool, also, ne? Ich hab da vorne so einen Stall gesehen. Ja, Vertrieb ist nicht so ihre Stärke. Also, also Kommunikation auch nicht, muss ich sagen. Okay, also das hier ist ein Fahrsilo, wie mir mein Fahrsilo erklärt. Ah ja, gucke. Ich hab gedacht, das ist das Schwimmbad, aber nee, ist ein Fahrsilo, hast du recht. Hier gibt's sogar Strom. Hier gibt es sogar ein blasses Renault-Zeichen. Ja, okay, das müsste man vielleicht wirklich mal streichen. Ja. Ah, guck mal, hier. Hohe Dinge. Können wir was Schönes reinstellen? Ja. Ah, das ist doch perfekt für unsere LKWs hier. Ich dachte vielleicht eher für den Häcksler und einen späteren Mähdrescher, also, aber ja, gut. Man könnte hier auch einen LKW hinstellen. Kann man dann spontan entscheiden. Ne? Ah, hier ist auch schon Uwes Gerätschaft angekommen. Meine Gerätschaft, ja, meine Schubkarre, ja. Hier kommt ein bisschen Erde rein und Pflänzchen und dann sieht das gleich viel, viel schöner aus, ne? Wunderbar. Dann haben wir hier, oh, warte mal, wie soll man denn hier füttern, wenn hier ein Zaun voll ist? Vielleicht brauchen wir doch die Schubkarre und machen da kein Beet raus. Das können wir machen. Aber auf alle Fälle haben wir hier auch einen Stall. Ich glaube, es ist ein Kuhstall mit Freigehege sogar. Jo, ist ein Kuhstall. Das ist cool, das gehört. Guck mal, hier schön mit der Walze innen drin. Wo bist du hingelaufen? Ah, hier. Ja, hier rein, im Stall hier, ne? So blablabla. Da sehe ich mich, ne? Stell dich mal runter, kriegst du schön. Ne? Aber vorher Cappy absetzen. Oh, nice. Sonst macht's keinen Spaß. Also, das ist die Vorderseite, die sie halten. Haben wir ja auch diesen Schlauchanschluss-Dingens hier? Ja, ne? Theoretisch müsste er da sein, ja. Ja, schön. Guck mal, hier ist noch eine große Halle. Also, ne, wenn drüben die LKWs hin sollen, kann man hier zur Not noch rückwärts rein. Ja. Hast du schon mit dem momentanen Eigentümer gesprochen, was der Hof kostet? Ich hab tatsächlich vorne am Eingang ist ein Zettel, der ist verstorben. Ach, ja. Gut, und der Nachlassverwalter, hat der schon was gesagt? Ja, die Gemeinde hat gesagt, für 190.000 könnt ihr hier machen, was ihr wollt. Ja, sehr gut. Guck mal, hier in der Werkstatt, schön. Ach, die Tankstelle, das ist ja traumhaft. Ich wollte gerade sagen, ob die Tankstelle funktioniert, müssen wir mal testen. Oh, eine Standbaumaschine sogar, meine Güte. Hier gibt's ja alles, du. Wo bist du reingegangen? Hier, ich guck hier mal einfach, ne? Die Tür geht nicht auf. Wir haben kein Uber mehr. Ah, da geht noch eine Tür, oh Gott. Grüße, ich bin wieder dran. Ah, guck mal. Ein paar Gelbchen. Alles da eigentlich, ne? Stehen ein bisschen steif hier rum, ne? Aber. Wir brauchen mal ein bisschen Kalzium vielleicht. Licht funktioniert. Ja, sehr gut. Schöner Hof auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe oben auch noch gesehen, wenn man da ein bisschen weiter geht, Uwe. Warte? Tschüss. Ja. Wollen wir nochmal hier die Hallen angucken? Die Wäsche hängt vom Vorbesitzer, guck mal. Ja. Ja. Das sind doch hier aber deine Socken, oder? Hast du die hier schon mit hingehängt? Natürlich. Die weißen Tennissocken? Na klar. Mit dem W drauf. Ja. Also Bescheid, ne? Was haben wir denn hier noch? Auch Unterstand? Oder Ballenlager vielleicht sogar? Gehört das mit dazu? Das gehört dazu, ja. Ah, geil. Das gehört echt dazu, ja. Was haben wir noch hier? Gemüsebeet.
Weil die Unterstellfläche hat man hier. Ja, ja. Oh. Nein, falsche Seite. Du gehörst in die andere Seite. Ja, okay. Wie nennt man das? Anschaukeln? Anschubsen? Ich kenn's nur unter Schaukel. Ja, aber wenn du mich schubsen sollst damit, also... Dann ist es Körperverletzung. Du mich vorsichtig in Bewegung bringst, damit ich schaukeln? Ich weiß es nicht. Ist okay. Irgendwie so wird's werden. Ja, irgendwie so. So, kann ich hier zufällig runter... Ah, schade. Du bist zu groß zum Rutschen. Nee, aber auf alle Fälle haben wir hier, also schön. Aber dann bräuchten wir auch Feld 9, ne? Das gehört da nicht mit zu. Nee, das gehört nicht dazu, das stimmt. Aber hier mit direktem Zugang ist ja schon... Man hat schon was, ne? Schön. Gehört dem Mike Schumacher. Ja, müssen wir mal mit dem Mike sprechen, ne? Das stimmt. Der ist bestimmt interessiert zu verkaufen. Bestimmt. So, warte mal. Was machen die zwei da drüben eigentlich? Ah, die haben eine Dreschermission angenommen. Ich versuche ein bisschen Geld zu verdienen. Sehr gut. Ja, bei euren Plänen. Hallo, man darf doch mal ein bisschen schauen gehen. Oder seid ihr auch so Leute, die können nicht in ein Kaufhaus gehen, ohne irgendwas mitzunehmen? Sag mal, hat der Tiefenlockerer 6 Meter eingestellt oder sind es 4? Ich habe einfach nur auf Startknöpfchen gedrückt, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe einen Kurs gemacht für 6 Meter, weil er soll auch 6 Meter haben. Das bin ich auch der weil Meinung, dass er 6 Meter hat. Ungefähr 2 Meter überlappt. Nee, das glaube ich so. Das ist mit Absicht so, das habe ich extra so gemacht. Okay. Nee, aber dann macht das gut, also dafür ist der Fiat wirklich gut hier. Und 6 Meter tiefen lockern muss er auch mal schaffen, ne? Der ist quasi dafür gekauft, ja. Wow. Okay. Wenn ich sehe gerade, die Wiese 81 hier hinterm Stall gehört noch mit dazu, ne? Ja, ich weiß aber nicht, ob das noch Auslauffläche für die Kühe ist. Da bin ich noch nicht ganz sicher. Aber du läufst auch gerade hin. Ah, nee, hier ist ein Zaun tatsächlich. Nee, hast du recht. Hier können wir mal ein Picknick machen, ne? Ah, cool. Er hat mir noch 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen, ne? Vor allen Dingen hier, guck mal, Fahrsilos haben wir dann auch noch mehr, ne? Hier ist eins, hier neben, da unten die Kuhle. Funktioniert Cosplay, wenn ich kein Ding drin habe, kein Dürr? Sollte schon, oder? Glaube nicht, oder? Okay, dann musst du einmal in die erweiterten Einstellungen gehen und sagen, Düngefunktion deaktivieren, so war das. Gut. Dann meckert er auch. Muss ich nur das blöde Feld finden. Lass uns mal schauen, gibt es noch einen Hof oder war das der einzige Hof, den man so kaufen kann? Norden bei der Feld 6 gibt es noch was. Also die Pferdezucht gab es noch. Genau, und oben, da kommt. Ja, genau, da müssen wir hinlaufen. Ach, da, neben der 7, ne? Ah, da unten ist es. Bist du Läufer denn? Bist du auf Red Bull oder was machst du da oben? Ja, ja. Ich hab's mal gesprintet. So, ich geh mal blitzen, ne? Hier ist was. Ich geh mich mal blitzen lassen. Achso. Also hier ist auf alle Fälle Schweinehof. Ja, man sieht es am Gebäude. Auch an den Schweineschildern, ja. Ja. Ah, komm. Na, danke. Rein halt dürfen wir aber noch nicht. Das habe ich gesehen, da kann man glaube ich generell nicht rein. Ah, okay. Was kostet das hier oben? 55.000 Euro. Gab's tatsächlich nicht auch noch einen irgendwo? Bei der 78. Pferdezucht, rechts daneben ist die 57 und daneben unter der 78 ist, glaube ich, auch noch ein Hof gewesen. Dann schauen wir mal. Das müsste der Schafhof sein. Man muss auch die richtige Taste drücken, ne? Ja, das sieht nach Schafen aus. Schafe wäre doch interessant. Weil das nicht. Oh ja, hier ist ein Fluss. Na, nasse Füße bekommen? Den siehst du nicht von Weitem. So, ich sehe die Brücke, ne? Also, ich bin über die Brücke gelaufen. Ja, ich bin fokussiert gelaufen. Das müssten Schafe sein, ja? Kann ich mir vorstellen. Aber ist ein bisschen. Hier gibt es anscheinend nur ein Gehege, ne? Ja, hier ist das halt hier nicht. Also das kannst du auch mal so
Der ist aber nehmen teurer. Achso, nee, das ist das Feld 78 ist da dabei. Ja. Ja, aber Feld 78 scheint die komplette Weide zu. Nee, hier ist ein Zaun. Nee. Ja, aber dann ist 50% Weide geführt und 50% noch benutzbar. Ja. Hier unten ist Pferde, aber Pferde wollen wir nicht machen, ne? War nicht auch beim Pferdehof das Problem, du kaufst, genau, alles für 11 Millionen, ja, ah, ja. Ja, wir müssen ein bisschen sparen. Hier ist aber, achso, nee, das ist die Kuh. Was kostet denn hier der Schafhof? 62. Geht eigentlich. Oh, guck mal, sonst hier, ne, gibt, ah, okay, den Hühnerstall kann man leider auch nicht kaufen, ja, weil der kostet auch 11 Millionen. Schade. Aber dann könnten wir Hühner und Pferde zusammen. Ja, schön. Ja. Für 11 Mille. Ja, moin. Ich frage mich gerade, ob Paul genug Banken ausrauben kann. Da glaube ich, stoßen wir an unsere Grenzen. Ich glaube auch. Hey, ich hab's doch ausgeschaltet. Muss aufgefüllt werden. Bitte was? Hast du vergessen, Saatgut mitzunehmen, Paul? Nee, nee. Ich mach dann meine Mission, ne? Irgendeine Funktion deaktivieren. Ah, man muss ja immer OK drücken, man kann ja nicht mit Escape raus. Oh nein. Immer schön OK drücken. die 59, da ist doch krass drauf, die ist schon wieder erntereif. Ach, schön, dass ich gerade eine Mission angenommen hab. Du hast Ballenpreise, oh Gott. Ja, natürlich. Weißt du, warum? Der Händler ist mal wieder voll. Weil es in der Nähe des Händlers ist. Welches Feld? 73, glaube ich. Was? Ach, da waren wir doch auch schon mal gewesen. Ja, ja. Oder ist gerade ein Anhänger gespawnt? Ich hoffe nicht nur ein Anhänger. Da steht nur ein Anhänger? Ja. Der Händler war voll, Uwe. Das kennst du doch schon. Ja, ich kenne das schon, aber es hat funktioniert. Es hat gereicht, ne? Für den Fresh. Ich habe hier mein komplettes Equipment, um meine Mission anzustoßen. Oh Gott, ich gehe mal meinen LKW holen. Hallo. Ich habe jetzt nur ein Problem. Ich komme hier nicht raus. Aber das gucke ich mir jetzt aber an. Ja. Ich habe noch ein paar Nicknacks hier von gestern, das gönne ich mir jetzt erstmal. Wird ein bisschen dauern, glaube ich. Das wird eine ganze Zeit dauern, ja. Aber ich fahre mal arbeiten, ne? Irgendwer muss ja Geld verdienen. Besser ist. Ist der Starer hier draußen gespawnt? Ja. Ja, liebe Zuschauer, schreibt gerne mal in die Kommentare, für welchen Hof ihr wärt. Ich glaube, ich habe meinen Favoriten gefunden. Schafe. Hätte ich jetzt nicht gesagt. aber Geschmäcker sind ja verschieden, bekanntlich. Die sind günstiger und geben gut Geld nebenbei. Naja, einen coolen Hof zu haben, ist halt auch schon schön. So, mal gucken, was die BGA-Auszahlung sagt. Das würde ich auch sagen. Ich hätte gesagt, wir können vorspulen, aber 1000 Missionen. Nein, wieso denn, wenn schönes Wetter ist und die Sonne scheint? Ach nö. Da fährt schon wieder einer zur Name hex. Drescher entlang. Oh, 1100 so schnell fahren. Naja. Naja. Wir haben es ja. Boah, weißt du, was ich hoffe? Wenn irgendwann die V2 oder ein Fix kommen sollte von der Karte, ne? Und dann die ganzen alten Rechnungen beglichen werden müssen. Oh! Oh. Dann müssen wir aber Insolvenz anmelden. Oh ja. Wollen wir die Zeit auf 5 stellen zumindest? Können wir auch machen. Dann? Das ist egal. Oh. Auf der Seite. Geht's ja, euch gut, Jungs? Moment, meine Seite fährt aber auch mittig, ne? Ja, genau. Weißt du, beide fahren mittig? Sagen wir einfach, wir sind beide nicht optimal gefahren, haben es aber super gelöst, Paul. Ja, ich bin auch schon Kilometer vorher auf die Bremse gedampft. Ey, das ist das Problem, ne? Wenn man so schnell ist, der Mähdrescher ist so langsam, da braucht man nicht so schnell. Jetzt vom Gas stehst du schon. Oh genau. Nö, wir müssen Heu machen, echt jetzt? Ja, natürlich. Okay, ist hier schon jemand am Mähen? Ja, ich bin dran. Ja. Okay, du bist da. Dann ja, muss ich ja. Den Schwader kann ich nicht anhängen. Achso. Und wenn einer möchte, kann er mir mit dem Starer den Anhänger runterbringen. Feld, Moment, 30. Der 33. Starer wird gerade missbraucht. Nein, den brauche ich. Wir haben zu wenig Traktoren. Oh, oh. Es stehen da nicht noch zwei am Hof. Uwe, du weißt, wie das läuft, ne? Man muss sich immer gleich sichern, was einem gehört, weil sonst ist es weg. Ja, genau. Ich nehme gleich einfach noch eine Mission dann nur für den Anhänger, oder wie? Also, ja, da steht noch ein Anhänger, aber am Hof stehen zwei Traktoren. Oh, ja, ich will gucken. Okay. Werner, gib Gummi. Ja, jetzt.
Immer dieser Stress bei der Arbeit, das ist doch schrecklich. Ja, muss das laufen. Ich habe einen riesen Zettel hinten dran. Ja, du warst aber, du bist zu früh. Toll, stelle ich ihn nochmal ab. Wie bei der Holzer. Simon am Wenden und ich mit einem riesen Schwader so. Abfahren. Mann, die Erntemissionen sind aber auch einmal direkt auf der anderen Seite der Karte gewesen, ne? Naja. Jetzt steht der Schwader hier so mit dem Schwader angehängt und da nichts passiert. Okay. Ja. Ich musste da mal kurz jemanden retten, ja. Du kannst ja eigentlich auch den Anhänger dann da halt gleich hinterschnallen, weil Werner braucht noch ein bisschen. Okay, dann fahre ich den erstmal in die Nähe und dann. Genau. Ich hab schon. Kann Werner ja umschnallen sonst. Ich hab schon ein paar, was? Bestell jetzt einfach Spalier. Nee, bergab, schwar da dran und dann ich gebe mir größte Mühe. Ich kann nicht schneller vorne. Gib Gummi da vorne. Also Stara ist dann auch so ein richtig, ich sag's ungern, ne, aber so ein richtig unbeliebter Faktor. Ah, hey. So, keine Zeit, weg da. Was macht ihr da eigentlich? So, jetzt, scheiße, hä? Ich glaube, ich muss mir das gleich mal bei euch angucken. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Ich will auch nicht. Oh Gott. Aber, ist nicht so schlimm, für heute ist ja immer fertig, liebe Leute. Dankeschön fürs Zuschauen, Dankeschön fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns morgen Sonntag wieder zu einer weiteren Folge hier auf der Apps of Heide. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.